So, und damit auch wieder herzlich willkommen zurück und hallo auch auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von I Am Korgen und ja, gleich im Anschluss, ich kann einfach nicht anders. Ne? Ich habe gerade auf Pause gedrückt, beziehungsweise hier auf Stopp mit meinem Hexenmeister, als wir im Schlingdorntal einmal nach dem anderen verreckt sind und ich dann unterm Strich irgendwann wieder weggeportet bin. Und das hat mir jetzt netz 15 Minuten lang irgendwie keine Ruhe gelassen, also bin ich wieder da. Naja, okay, hier dann mit dem zweiten Part vom Hexenmeister, direkt im Anschluss, kann man ja auch mal machen, weil ich war jetzt echt am Überlegen, wie soll ich das dann demnächst machen, soll ich dann über Ashenvale, also über die Dunkelküste irgendwie oder nicht oder, ja, und habe mich jetzt dazu entschlossen, es durch die Sümpfe zu versuchen, um da ins Brachland zu kommen, um dann nach Ratchet zu laufen. Der Weg ist halt ein bisschen kürzer, dafür ein bisschen unsicherer, was die Horde jetzt angeht. Aber ich habe, glaube ich, mit dem anderen Chance, mit dem ich durch das Sumpfland gelaufen bin, da, nicht Sumpfland. Ja, und jetzt sucht einer auf einmal was für Hügel. Nein, nie gar nicht erst ablenken lassen. Wir fliegen jetzt hier zum Hafen vom Minitil. So, zack. Ne, und ich lerne auch nicht aus meinen Fehlern. Wir werden jetzt ziemlich lange fliegen. Wiederbelebungsnachwirkungen werden bis dahin höchstwahrscheinlich irgendwann verschwunden sein, weil wenn wir uns damit durch den Tümpel wagen, ich glaube, das war's dann. Nee, was ich sagen wollte, ist, als ich mit anderen, bei den anderen Charakteren, mit denen ich da durch diesen Marschen von Dust Wallow gestiefelt bin, da bin ich, glaube ich, ein oder zwei Mobs bin ich begegnet, aber auf jeden Fall war das nicht so schlimm wie Schlingdorntal. Ja, wo die Gegner ja dann teilweise über 25 Level noch oder durchschnittlich 25 Level, 20 bis 25 über mir sind. Ja. Na, wie gesagt, das hat mir jetzt einfach keine Ruhe gelassen. Ich muss jetzt einfach diese Quest abschließen. Und wenn dann der Party nur eine halbe Stunde nachher geht, ist mir das auch schon vollkommen egal. Nee, aber ich will es einfach mal erledigt haben. Vielleicht ist es auch besser, dass das jetzt hier ein eigener Part wird. Als am Ende einer Instanz irgendwie noch so, schauen wir einfach mal. Ne, vielleicht wird das ja auch wieder nichts und ihr seht den Part hier gar nicht. Dann würde das gar keinen Sinn machen, dass ich das gerade erwähne, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, ja, viel kann ich ja jetzt nicht machen. Ne? Ich fliege einfach der Blackrock. Und auch da, fällt euch das mal auf? Ich meine, okay, ich bin mir hier jetzt noch nicht mal hundertprozentig sicher, aber so wie er hier fliegt vor allem, sieht man gar nicht erst die Flugpunkte auch, die hier zu entdecken wären. So, ich bin mir auch gar nicht sicher. In Classic weiß ich nicht, ob da hinten einer für die Allianz war oder... Dann seht ihr, wir fliegen an keinem wirklichen Flugpunkt vorbei. Und wenn, dann sieht man ihn nicht. Ordenschamane. Sengende Schlucht. Ja, das werden wir bald mit einem anderen Char ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich glaube, für mich ist hier alles... Ja, so schnell laden die sich hier gar nicht rein. Ja, Totenköpfe. Eine richtig schöne Gegend hier. Ja, mir fällt auf jeden Fall auf, wo ich gerade wieder die Kneipe da sehe und hier auch die Schmiede. Es gibt hier erschreckend wenig Wohnhäuser.
Aber okay, es gibt ja Iron Forge. Oh, jetzt auch erstmal gekonnt, aber dran vorbeifliegen, denn wir müssen ja zum Hafen. Oh weh, oh weh. Nurmgard, du machst nur Ärger. Ne, fängt schon gut an mit dir. Na, aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass der Hexenmeister eine der Klassen ist, die auf jeden Fall nicht als letztes bei mir hier Level 60 erreichen wird. Also den werde ich wohl häufiger mal spielen. Aufgrund dessen einfach schon, dass der auch sehr gut alleine klarkommt. Mit dem kann man super grinden. Apropos. Na. Am besten so. So ist gut. Ja, und wie sagt man so schön, ich bin auch irgendwie nicht nur ganz fickrig auf ihn hier und seine Quest, dass der die jetzt hier eben schnell abschließt. Ich meine, das wird nichts Besonderes sein, ne? Außer man kriegt, selbst wenn man den Succubus nachher kriegt, dann ist das immer noch nichts Besonderes. Aber trotzdem interessant, das dann mal so abgeschlossen zu haben. Ich bin im Moment irgendwie ganz fickrig auf meinen Krieger. Also überhaupt auch meine Tankklassen. Ich würde liebend gerne viel mehr und viel öfter tanken. Dem Druide, mit dem Paladin und auch mit meinem Krieger. Mit dem Krieger, ich höre immer nur, ja, ist der Tank überhaupt. Ja, und dann hat er so miserable Massen-Damage-Sachen. Also irgendwie Gruppen an sich zu binden oder so. Ich habe da echt meine Probleme, ich weiß nicht warum. Im Späteren haben sie mit dem Anspringen oder so was ja alles wunderbar geregelt gekriegt. Ne? Da habe ich kein Problem. Zack, in die Gruppe rein, anspringen, zack, man hat die Aggro, kein Problem. Ne, aber hier bei Classic, ne, da war ich damals schon. Also nicht, dass es nicht gehen würde oder irgendwie schwierig wäre. Nein, nein, funktioniert ja immer alles bestens. Ich kriege auch immer die Bestätigung, ne, ne, war alles okay. Aber ich werde immer total nervös, wenn ich selber mit dem Krieger tanke. Also der Krieger ist da ganz schlimm. Hallo. Schnuggiputz. Seht nur mich um einen unheilverkündenden Wichtel hier. Außerdem diese geile Shorts, die ich anhabe. Hier, Moment, vielleicht kann ich mich ja mal so positionieren, ohne ins Wasser zu fallen. Ne? Ja, ja, guck mal, ne, I'm sexy and I know it. Ernsthaft jetzt, ne? So ein alter, ne, bärtiger, glatzköpfiger Gnom, ne, mit Hotpen, das ist Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Oh, Le Boot kommt. Oder ist das schon Schiff? Ne, ab wann wird aus dem Boot ein Schiff? Ja, und damit machen wir uns auf nach Terramor. Im letzten Part habe ich auch davon gequatscht, wie ich durcheinander gekommen bin, von wegen diese ganzen, ab wann bekommt der Hexenmeister welche Quest und so weiter. Ich meine, könnte man jetzt natürlich auch nachgucken.
Und da habe ich dann erzählt von dem Mana-Hund, keine Ahnung wie er heißt, ne, von dem Succubus und so weiter. Aber da fiel mir erstmal ein, ja Moment, aber mit 40 hat man dann ja wahrscheinlich auch so eine Quest für seinen Mount. Naja, also würde ich jetzt sagen, spontan, Level 20 ist der Succubus, Level 3 dieser ne, Mana-Verschlinger, dieser Mana-Hund. Mit 40 das Pferd. Mit 50, ja, muss irgendwas anderes kommen. Da kann ich mir höchstens vorstellen, eventuell den die Höllenbestie oder sowas. Ja, und mit 60 kann man dann ja im Grunde losgehen und sein Epic Mount Quest beginnen. Das wird so von dem Leveln her passen. So, der zweite Versuch. Oha, für dieses Mauen ne, im Düsterbruch, da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Wobei, das habe ich auch teilweise sogar schon als Video noch von damals. Fällt mir gerade mal so ein. Die Insel Terramor. Okay, unser Debuff ist abgelaufen. Splitter haben wir immer noch keine. Mal gucken, ob wir sie überhaupt brauchen. Ansonsten im Brachland können wir ja wieder ein bisschen auffüllen. Das müsste so vom Level her ja eigentlich hinhauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, welche Aufgabe uns auch immer da erwartet. Ne? Wir werden einen Leerwandler benötigen. Und habt ihr jetzt auch gesehen, ne? Fehlendes Reagenz, Seelensplitter. Schön, euch zu sehen. Ja, ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Zumindest wird die Reise jetzt ziemlich lang sein. Habe ich damals auch gemacht hier mit meinem Priester. Als ich zur Illusionsrennbahn wollte. So, mache ich mir erstmal hier richtig schön bequem. Thank you.
aus der Perspektive, das sieht auch irgendwie dämlich aus, ne, von so einem Gnom. Oh, oh. Ping. Ja, also bisher. Läuft es ja noch verhältnismäßig geschmeidig, wobei ich hätte das jetzt wahrscheinlich nicht laut aussprechen dürfen. Nein, aber so hatte ich es auch in Erinnerung. Also ein, zwei Stellen gibt es hier, wo ein Ad irgendwie kommen könnte. Dann war es das aber auch schon wieder. Die wirkliche Gefahr liegt hier meiner Meinung nach im Brachland. Bei der Horde. Thank you.
haben wir das Brachland auch schon fast erreicht. Ich bin ja hin und weg und vor und zurück. Fand ich es wirklich erschreckend einfach. So, wir müssen ins, glaube ich, südliche Brachland runter. Moment, da ist Dorota. Ab hier ist es gefährlich eigentlich. Lass mal kurz irgendwas. Ich brauche Splitters. Das ist jetzt eh schon schlimm genug, dass ich hier keinen Leerwandler jetzt habe. Ich hasse das so sehr, ne? Komm, hau ab. Ich habe keine Lust, hier jetzt drauf zu gehen. Der nächste. Ich meine, ist ja klar. Also. Ein angeschlagener Stoffträger, der von einem, von irgendwas angegriffen wird. Ich habe da so eine Ahnung, was gleich passiert. Splitter. So, da unten bin ich, alles klar, dann muss ich da hin. Das Brachland eigentlich. Hab da gerade den Schatten gesehen, ne, mit ein bisschen Pech. Dann wird jetzt gleich gepetzt. So, ich will jetzt erstmal nochmal, ich brauche mehr Splitter. Ich hab doch hier
Da habe ich Intelligenz 2. Ich fühle mich hier irgendwie so deplatziert. Saug in die Seele raus. So, 3 Splitter habe ich jetzt. Damit fühle ich mich zumindest mal ein bisschen sicherer. Jetzt sollte ich mich vielleicht einmal komplett vollrecken hier. Gesundheitsstein, den schenke ich mir jetzt einfach mal. Der reißt das auch nicht raus, wenn ich irgendwo hier erwischt werden sollte. Aber Hauptsache, ich kann schon mal den einen oder anderen Dämon wieder beschwören. War eigentlich ein weiterer Splitter. Dann holen wir uns mal den da. Gönne ich dem jetzt aber auch, ne du. Komm, ich will sehen, wie du drauf gehst, Junge. Von mir.
erzielen. Oh, cool. Das kann ich nicht benutzen. Ganz nebenbei, also während ich jetzt gerade hier so durchherrenne, ich denke mal, das wird tatsächlich trotzdem Richard sein, wo ich dahin muss. Jetzt erstmal. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er dann so einfach ist. Ja, und ich da einfach Quest abgebe, zack, fertig. Ich stelle mir gerade so die Frage, während das für mich jetzt hier eine echte Herausforderung irgendwie war, wobei, ja okay, wenn man den Weg hier genommen hätte, so schlimm war es jetzt nicht, ne? Und wäre ich nicht ohne Splitter los gewesen, hätte mein Leerwandler gehabt. Aber ja, hätte, könnte, sollte. Naja, aber die Horde, die geht einfach, ja, einfach mal ein Ratchet, ne? Müsst ihr hierher fliegen? Nein, 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 nein. Sache, nur irgendwo in der Pampa, so ein Zelt oder so. Junge, jetzt lass dich doch nicht immer so leicht ablenken. So, alles klar, jetzt sind wir mal ein bisschen gespannt, ne? Was kann ich für euch tun? Das Herzholz aus Eschenweel, na sowas. Seid vorsichtig. Braucht ihr etwas? Ach Moment, mir fällt noch ein. Da habe ich doch glatt vergessen. Es gab doch hier noch so ein Guckerchen, so ein Auge, ne, wo ich hier gerade so dran bin. Na, Moment, das hier ist jetzt erstmal auf jeden Fall interessant, ne? Drei Fragmente und ein großes Blabla-Fragment bringt sie zu. Schönen Tag auch. Ja, ich gehe mal davon aus, ich kriege jetzt hier nicht angezeigt, um welche Fragmente es sich handelt. Ja, Heidewitzka. Moment. So geht's nicht. Wo war denn das?
Ich will jetzt hier auch nichts falsch machen, aber ich will auch nicht aus irgendwie aus Versehen. Warte mal, hier war das, glaube ich. Ne? Okay, hier geht es eigentlich um Importieren. Nicht um Anzeigen. Vorläufig wird das wahrscheinlich einfacher sein. Ah, guck mal hier. Man kann das Brachland sehen. So, da gibt es uns angeblich Spinnenfleisch geben. Das brauche ich aber doch eigentlich gar nicht. Aha, Dungeon. Wenn Dämonen der Legion in Ungnade fallen, wird ihr Geist in Kugeln gefangen und Magier-Hexenmeister verteilt. Und ihre Magie und ihre Magier? Ja, egal. Ihre Magier und Hexenmeister verteilt. Ja, wie auch immer. Viele werden Bruchstücke besetzt und Macht darin gefangen. Kugel von 100, zwei Teile des Erbrochen. Einer davon wurde abermals erbrochen. In der zweite haben wir in der Black Phasm-Tiefe benutzt. Ja, da geht auch nie einer hin. Burg Schatten fangen. Da geht auch keiner hin. Okay, das Ding kann ich mir also schon mal abschminken. Bleibt nur noch das hier. Aus Ashenvale und bringt es zu. Ja, schön. Muss ich erstmal dahin? Einmal nach Ratchet den Flugpunkt auf jeden Fall holen. Damit überlege ich, ob ich mit dem Schiff einmal kurz über Booty Bay mir den Flugpunkt hole. Und dann erst hier weiterlaufen bis nach Ashenvale. Das hörte sich auf einmal alles gar nicht mehr so succubussig an, oder? Immer dieses halbe hier so querfällt ein, damit man der Hauer dann nicht über den Weg läuft. Ja, er kann weg. Junge. Geht schon wieder so weiter, wie es beim letzten Mal aufgehört hat. Na gut, damit kann ich noch leben. Ja. Ja. So besonders toll sind die Items jetzt im Großen und Ganzen auch nicht. Ich hätte sie zwar schon gerne, aber das ist doch eher unwahrscheinlich, dass man nach Black Phasm Tiefen und aber auch nach Burg Schattenfang kommt. Wobei, man könnte ja einfach mal fragen, ne? Einfach mal so einen Wurf in die Gilde, wobei ausgerechnet beide Instanzen sind wirklich am Arsch der Welt. Ne? Allerdings auch wieder nicht schlimmer als das Kloster. Hm.
Brachland in Graustufen. Auch hübsch. Da gewöhne ich mich schon mal so ein bisschen an Shadowlands. Ist doch hier noch nicht so richtig. Oder? Nee. Ein Hornzebra. Warum ruft ihr mich? Ja, da kommen jetzt auch so irgendwelche, wie heißen die, Oasen hier, oder irgendwie so eine ganz schräge Erinnerung. Volka. Lass euch von mir am besten gar nicht Kiste. Die lasse ich aber lieber stehen. Ich versuche mich hier auffällig Brakipo-Oase. Auffällig, unauffällig zu verhalten. Ich weiß gar nicht, die Oasen hier, die sind ja dann mit dem Kataklysmus später. Ich glaube, ich haben die sich leicht verändert. Ich wollte gerade sagen, der Unterschied, ne? Erstmal gerade, ne, vom Totenkopf bis 4. Level drüber und jetzt sind wir auch noch 4 Level drunter. Na, lauf, mein kleiner Freund. Er hatte kein Interesse. Ne? Er hier, Totenkopf. Ne? Ich, wahrscheinlich 40 Level über mir. Ne, jetzt müsste ich eigentlich ein paar PvP-Sprüche bringen. Ne? Also wenn ich so ein geistig behindertes Kind hätte, ne, müsste man einschläfern lassen.
Danke. Nee, scheiß Kind. Los, regeneriere, mein kleiner Freund. Ob er mich angreifen wird? Ja, ist halt so ein Phänomen, ne? Andererseits, die Allianz ist da ja auch nicht besser. Wir werden es erleben. Ich werde ja auch irgendwann mal dann die Horde spielen. Ne, ob ich dann auch alle Charaktere mache, ich kann es nicht mal versprechen. Ne? Aber ich meine, wäre zwar schon lustig, wenn man dann Horde und Allianz alle Chars hatte, hätte und alles mal gesehen hätte. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Irgendwann kommt mal immer der Punkt, wo man dann auch sagt, man hat gar keinen Bock mehr, ne? Oder man hat dann einfach zu viel. Andererseits will ich aber auch mal alles gesehen haben, irgendwie. Obwohl ich es schon kenne, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne, ist das weise? Es geht doch. Friedlich warten wir hier, bis das Schiffchen kommt. Oh, da hinten kommt es auch schon. Ist zwar jetzt ein kleiner Umweg, ne? Aber ich wollte mir das hier auf jeden Fall holen. Beziehungsweise gleich in Booty Bay den Flugpunkt der Allianz schon mal holen. Kann ja jetzt auch nicht schaden, ne? Dann hat man den schon mal. Aber vielleicht schaffe ich das sogar in einem Schiffszyklus. Ne? Das heißt, wenn das Schiff gleich angelegt ist, sofort loslaufen. Einmal hin, einmal zurück. Er kann hinhauen. Schauen wir einfach mal.
sowas Lustiges. Ich meine, okay, es war schon lustig jetzt, aber ärgert mich natürlich trotzdem. Ja, aber zu früh. Zu früh, mein kleiner Freund. Das hättest du ein bisschen weiter draußen machen müssen. Oder unmittelbar, nachdem der Ladescreen weg ist. Da hätte man das auch machen können. So auf hoher See quasi, ja. Auf der anderen Seite, wie ist da was? Wir müssten jetzt hier einmal, nicht Steinkrallengebirge, wir müssten hier oben ins Richtung Eschental. Erzholz. So, wenn ich das hier wiederum sehe, denke ich mir, was soll's? Fliegen wir zur Dunkelküste. Ja, also den Flugpunkt, beziehungsweise hier den Booty Bay, das kann ich mir auch später. Ich kann ja hier jederzeit wieder hinfliegen, von da aus, ne? Oder von Terramor. So, jetzt würde ich nach. Ne, fliegen wir nach Aberdeen. Laufen wir halt von anderen. Da haben wir wenigstens unsere Ruhe erstmal. Ja, ein nervenzerfetzender Part hier. Irgendwann, wenn ich mich richtig zumindest entsinne, ne, ich schwenke mal hier so die Kamera weiter, leicht nach links rüber, die Kamera, ne, diese kleine Insel da, da werde ich mit meinem Krieger wahrscheinlich bald aufschlagen müssen für diese Berserker-Haltungsquest. Bin ich auch schon gespannt. Habe ich auch noch ganz, ganz, ganz dunkel und schwammig irgendwie im Kopf, dass man da hin musste und dann irgendwie was besiegen musste. Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt zurück in Terramor. Ja, kann man jetzt auch drüber streiten, ne, über. Aber wisst ihr was? Einfach nur, damit ich da eventuell später auch mal ein paar Screenshots machen kann, ja. Weil ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mir die Quest ja jetzt nicht durchgelesen. Ihr hättet jetzt den Luxus, wahrscheinlich einfach im Video noch einmal kurz zurückzuspulen. Bevor ich an diesem Zelt da diese Quest für den Hexenmeister abgegeben habe und die zwei neuen geholt habe, also diese Quest, die wir jetzt gleich machen,
Ich hätte echt schwören können. Ich habe irgendwo was vorher aber auch von Succubus gelesen, oder? Ich erzähle die ganze Zeit hier Succubus, Succubus. Okay, soll ja jetzt auch um irgendwie so ein Herzdingen gehen. Ne? Also ich denke mal, wir werden jetzt die Route holen müssen. Ob wir dann anschließend wieder hier hin müssen, ich weiß es gar nicht. Ja, guck mal, so ist gut. So ist schön. Kann ich mir gegebenenfalls immer mal Screenshots, ne, für meine Bilder, meine Cover hier, meine Thumbnails rausziehen. Ja, das Textfenster, das stört da nicht. Sieht man dann sowieso nicht mehr. Zweifle ich denn nicht in die falsche Richtung? Ah ne, okay, hier sind wir bei, wie heißt das nochmal? Vergessen, wie dieser Horden-Außenposten heißt. Ging jetzt gleich über Malgor, glaube ich, oder in Richtung zumindest Malgor. Aber hier haben wir auf jeden Fall nirgendwo irgendwelche Flugpunkte. Und hier erst recht nicht. Hier ist das Startgebiet von den Tauren. Startgebiet mag ich eigentlich überhaupt gar nicht, wobei die Tauren eigentlich meine oder mit meiner Lieblingsklasse Rasse sind. Ich glaube gar nicht, wie froh ich war, als es nachher hieß, dass auch die Tauren Paladin spielen können. Ob das jetzt logisch ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, so von der Geschichte her, aber habe ich Spaß mit meinen kleinen Paladin-Tauren. Ja, und ich glaube, das wäre auch die Rasse, die ich mir aussuchen würde, wenn ich hier später mal den Schamane zumindest bei Horde spielen will. Ich meine, auf dem Server hier geht das ja sowieso nicht. Ja, ist ein PvP-Server. Da kann man sich nur für eine Seite entscheiden, aber ich denke wirklich für den Schamane Hützentaure sein, ja, ja. Bin ich mir jetzt gar nicht mal sehr so sicher. Ist das hier schon? Ist das hier Desolace? Maraudon. Irgendwie so bekannt vor. Ja, Desolace. Ja, wie hießen es nochmal? Die Gelkis und da musste man sich, glaube ich, auch irgendwo für eine Fraktion irgendwie entscheiden. Für die konnte man dann weiter questen. Ne, beide waren neutral. Dann kann man entweder sagen, die Seite oder die Seite. Irgendwann war da. Aber gebt euch doch mal. Wir sind jetzt ja auch schon wieder eine Stunde unterwegs hier insgesamt, ja? Und irgendwie gemacht hat man noch nichts. Also das ist, ich weiß nicht, ob das ein würdiges Meister aller Klassen Video ist. Ich meine, man sieht meine Noobigkeit auf jeden Fall. Ne, die wird hier, ne, wunderschön in Szene gesetzt. Was ich ein bisschen fies finde, ist diese endlose Lauferei jetzt hier für so eine Quest. Auf der anderen Seite, okay, ich habe schon mehrfach gehört, für Krieger und für Schurken ist es dann, ja, das sind immer so Quests, die kriegt man alleine gar nicht bewältigt, wenn man auf dem Level ist, wo man sie eigentlich machen soll. Also die sind irgendwie so gefühlt immer 5 bis 10 Level drüber. Also ich lese zumindest immer, dass man da Hilfe braucht. Ich meine, beim Krieger ist es mir fast klar, der hat keinen Heal. Der hat so seine Probleme bei sowas. Ein Schurke hat auch kein Self-Heal. Damage können die zwar beide machen, aber darum ging es ja dann bei diesen Quests meistens auch gar nicht. Auch gespannt. Also irgendwo heißt es auch, man kriegt eine OP, also eine Overpower, also eine überpowerte Brustplatte irgendwie als Krieger.
meine, jetzt bin ich mit meinem Mensch irgendwie immer nur in Sturmwind, aber ich habe da irgendwie noch keine Quest, glaube ich, angenommen für einen Krieger. Ja, oder das hieß, geh mal dahin oder geh mal dahin, hol dir mal eine ab. Also keine Brust, sondern Quest irgendwo. Paladin-Quest habe ich, glaube ich, irgendwie eine. Übel, übel. Da bin ich hier schon lange nicht mehr gewesen. Das ist ja unheimlich. Naja, und wenn ich später das Video gucke hier, man kann ja einfach den Flug überspulen. Also, ne, oder ihr könnt diesen Flug hier überspulen. Macht, da habt ihr es jetzt wirklich nur gemacht, damit ich schon mal so ein paar Bilder habe, ohne immer irgendwelche Texte oder Add-ons irgendwie drin. Das ist ne, für die Thumbnails einfacher. Ja, da brauche ich sowas wie das hier jetzt. Ne? Einfach mal so, zack. Ja, so ein bisschen Baum, ein bisschen Hügel. Einigermaßen angenehme Lichtstimmung. Naja, oder so weit hier. Oder das Steinkrallengebirge. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, was ein Flug. Da weiß man gar nicht mehr, was man erzählen soll. Okay, da habe ich gerade gesehen, wir sind an der Dunkelküste angekommen, da war doch die der Ausgrabungsleiter oder die Ausgrabungsstätte, eine der Ausgrabungsstätten. Wir landen also gleich in wenigen Sekunden in Aubardin. Aber da lasse ich auch mal schön gerade, ne? Die Bilder, die kann man, wie gesagt, immer mal wieder hier und da verwenden. Also das ist jetzt nur für mich wichtig. Ihr habt hoffentlich nicht die ganze Zeit gewartet, sondern habt dann auch mal reingespult. Ne? Und den Flug hier übergangen. Und jetzt heißt es ja gleich erstmal wieder laufen. Aber so wie es aussah, war das eben halt sehr weit oben an in Ashenvale mit diesem Herzstöckchen da. Man hätte jetzt auch, oder hier von Ironforge aus, wäre man hier jetzt auch wieder einfacher hingekommen. Also, wir sind gelandet. Hallo, mein kleiner Freund. Ne, und gleich rennen wir los. Ja, hier war ich ja, glaube ich, auch nur ganz kurz gewesen. Da gehe ich meistens so von Level 14 bis 16 oder 14 bis 18. Glaube, eigentlich bräuchte ich ihn nicht, aber ich beschwöre ihn trotzdem mal. Ja.
Jetzt muss der kleine Gnom mit seiner Hotpen hier durch den Regen. Und wir laufen, laufen, laufen. In der Hoffnung, dass ich jetzt auch geradeaus laufe, wie ich das hier sehe und nicht irgendwie an irgendeinem Baum oder einem Grashalm stecken bleibe. Mich hier jetzt noch einmal gucken. Also wir müssen jetzt erstmal hier einmal runter. Bis da. Ja, dann kommen wir, soweit ich mich erinnere, hier runter. Ja, müsste hier gewesen sein. Und dann liegt das ja eigentlich da fast auf dem Weg. Kann es in Klammern dann doch so einfach sein? Ich meine, es ist zwar ein nerviger Weg und so weiter, alles dauert Ewigkeiten, aber davon jetzt mal so ab. Ich könnte ja wenigstens mal diesen hier machen, ne? Ich würde gern meinen Jungs in Gnomeregan was zurufen. Lasst euch nicht unterkriegen, ihr Kurzen und Lütten. Ihr seid klein, aber ihr seid gut drauf. Ja, ein Wahnsinnswitz, ne? Ich hätte so gern einen Garten, in dem ich ein paar Menschenstatuen aufstellen kann. Vermute mal, das ist jetzt auf Gartenzwerge bezogen, oder? Aber ist auch ein Gnom. Gartengnome gibt es doch gar nicht. Man sollte nicht leichtfertig kommen. Nein, hier. Ah. Ja, das seht ihr jetzt nicht. Ich bin auf die Windows-Taste gekommen. Ja, jetzt geht bei mir hier erstmal diese komische Navbar auf. Film und TV, warum nicht? Eigentlich nur, dass der einen Witz erzählt. Mir schwebte mal ein Gerät vor, in das man Brotscheiben zum Rösten steckt. Aber dann dachte ich mir, dass es für sowas bestimmt keinen Markt gibt. Man kriegt einen von fünf Punkten, ne? In diesen Spiegeln, die alles vergrößern, sehe ich größer aus. Zu sagen jetzt. So. Nochmal hier gefährlicherweise auf Knöpfchen drücken. Kann sein, dass das jetzt nochmal ganz kurz ruckelt. Ne? Also das liegt an mir hier. Ne? Liegt nicht an euch, liegt nicht an euer Internet. Das liegt an mir hier. Weil ich sehe gerade unten meine Navbar jetzt im Spiel drin und die verdeckt mir hier unten meine ganzen Zauber, was natürlich doof ist. Ja, aber ich sehe schon hier. Ja, da muss ich jetzt einmal kurz versuchen, das in die richtige Bahn zu lenken.
Hat natürlich nicht funktioniert. Ja, also ich komme mit meiner Maus nur bis hierhin. Also alles, was hier drunter ist, sehe ich nicht mehr. Das ist total scheiße gerade. Moment, dann bleibe ich halt mal hier kurz stehen. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Ihr müsstet jetzt einfach nur Standbild sehen. Beziehungsweise nicht Standbild, sondern einfach nur, wie ich da rumstehe. Aber Moment. Muss ich mir den Taskmanager hier zur Hilfe holen. Aber in der Zwischenzeit schon mal wieder ein bisschen weiterlaufen. Jetzt habe ich mit dem Task Manager den Windows Explorer neu starten müssen. Ne, das geht einfach dann hier mit dem Task Manager per Rechtsklick, ne, neu starten und ne, ich kriege schon, jetzt ist er wieder da. Was eine Plörre. Okay, jetzt ist es weg. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Grund bleibt bei mir. Wir haben für so eine Späßchen jetzt keine Zeit. So. Ja, ist überhaupt mal nicht ne, grob besiedelt hier. Niedrig.
Haben die es bitte auch für Schaden rausgeprügelt? Das ist ja also. Hallo? Ja, ganz ehrlich, wenn man sowas hat, ne? Ich meine, Quest hin oder her, Beschwörung hin oder her, und ja, natürlich ist das auch irgendwie lustig. Irgendwie. Ja, man wird natürlich dann irgendwann wütend, also bei mir ist jetzt echt lange die Luft raus. Ich weiß auch nicht. Umso mehr freut man sich natürlich, wenn man fertig ist. Aber hey, schön, dass ich das dann wenigstens jetzt aufgenommen habe. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ne? Stört euch das überhaupt nicht? Oder an welcher Stelle hättet ihr bereits aufgegeben? Weil aufgeben ist ja jetzt nicht das richtige Wort. Aber ne, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Andererseits, wenn man jetzt halt streamt, also das mit Absicht dann auch so aufnimmt. Also wenn ich jetzt, glaube ich, keinen Stream angehabt hätte. Das hätte sich Wochen hingezogen. Ne, wie sich dann irgendwann wirklich die Lust auch wieder gehabt hätte, da einzuloggen und zu sagen, ja komm, jetzt versuch mal nochmal. Komm hier jetzt mal mit ohne Sterben. Nehmen wir sofort diesen hier. Was für ein Level hat der? 18, das ist eigentlich nix. Ich kann noch keine Wichtel verbannen oder sonstiges irgendwo da drüben. Da muss ich irgendwas tun. Ah, da ist der. Oh, okay. Muss den Baum da anklicken. Ja, das heißt, ich muss hier erstmal ein bisschen was töten. Was wollt ihr von mir? Jetzt machen wir mal hier, ne? Ich brauche ein Ziel. Gar nicht mal so ohne irgendwie, ne? Versagt. Das Beste ist, wenn ich jetzt hier den Seelenstein benutze. Rage quit. Hier komm, geh laufen. Immun, ja, das ist schön.
Ja, ernsthaft. Oh, das Stream hätte ich hier schon lange ausgemacht. Das soll nicht heißen, dass ich nicht auch auf eine Herausforderung irgendwo mal stehe oder so. Ich bin auch für unorthodoxe Methoden hier und da, aber das hier ist einfach unnötig. Ich meine, ja, okay, ich hätte auch von der Seite aus ganz bequem der Reihe nach alle wegmachen können. Ja, ja, ja. Hätte auch irgendwie den Leerwandler einfach da reinschicken können. Komm, hier, Aggro. Ja, und dann hätte ich den irgendwo ne, weit, weit, weit in weiter Ferne. Hätten sie da ruhig drauf alle ballern können. Weiß zwar nicht, ob der genug aushalten würde, aber das wäre jetzt mein nächster Plan. Andererseits, vielleicht kann ich mich ja tatsächlich da jetzt wieder beleben. Ich werde auf jeden Fall wieder adden. Ach Gottchen. Ein super Video hier. Echt ein super Video. Und geht auch schon wieder anderthalb Stunden. Ja, komm, jetzt wollen wir aber wenigstens auch wissen, ne, was hat er damit auf sich? Was passiert da? Wenigstens habe ich da meinen Portstein auf, da in Stormwind. Da müssen wir dann ja hin, ins Magierviertel. Wollte ich gerade sagen, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was hier noch Sinn macht. Die äußerste Ecke und dann, wie nah will der denn noch kommen? Jetzt versuchen wir es mal mit Logik. Ne? Man geht ja immer erst auf die Ads. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Machen ja hier zum Beispiel die Wichtel, nicht die eigentlichen Hexenmeister, die dahinter stecken. Ich komme schon noch an mein Holz.
Holz. So, Herzholz, da haben wir es auch schon. Schon. So, hol das Herzholz aus Ashenvale und bringt es zu Gakin, dem Dunkelbinder im Magierviertel von Stormwind. Ich denke mal, da wo die ganzen Lehrer sind, beziehungsweise da unten gab es auch einen Beschwörungskreis und so weiter. Ja, machen wir mal. Nein, Moment, stopp, halt. Er halte mich für blöd. Aber da muss ich eigentlich, ich laufe da noch hin. Dann habe ich den Flugpunkt, den will ich ja jetzt nicht einfach so... Den würde ich jetzt ungern einfach so verfallen lassen, wenn ich schon so nah dran bin. Ne, wer weiß, wann oder ob wir hier überhaupt noch mal irgendwann hin müssen. Und dann habe ich den Punkt wenigstens schon mal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Um es kurz zu machen. Hallo? Ich könnte jetzt auch einen ganz langen Umweg machen. Ich glaube, das wäre mir jetzt selber ein bisschen zu viel. Ja, indem ich jetzt hingehe und mir den Flugpunkt hole, von da aus dann nach Ratchet wieder fliege, dann tatsächlich nach Booty Bay und dann von Booty Bay aus nach Stormwind. Wobei Stormwind geht ja noch. Ne? Wäre jetzt schlimm, wenn es Ironforge wäre. Ich glaube, so mache ich das. Ja, dann lohnt sich das Video hier auch so richtig. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet jetzt, gell? Ne? Man muss ja auch Entdecker-EP und sowas alles hier jetzt gekriegt haben, ja. Ich sehe nur, dass der Balken hier immer weiter schon fortschreitet. Ich meine, ich habe mir die Quest ja nicht ausgesucht, davon war ab, ja? Ich meine, die Quest, ja, ist schon irgendwie schon klar, aber ne? Das ist ja so gedacht, mehr oder weniger vom Blizzard. Ich mag dieses Gebiet hier nicht. Ne? Ich sag nicht, also ich meine, das ist ja nicht hässlich, aber ich mag es auch so questtechnisch und. Nee, das ist nicht. Das ist also keins meiner Lieblingsgebiete. Ja, aber auch so öde es auch ist, ne? Ihr habt mich jetzt so oft sterben sehen. In den letzten zwei, also mit dem Hexenmeister allgemein, ne? Ist schon irgendwie komisch. Ja, trotzdem haben wir ja ein bisschen was geschafft gekriegt dann auch, ne? Wir haben uns durchs PvP-Gebiet gekämpft. Wir haben uns Flugpunkte geholt für später. So, und da ist er auch schon. Und, na, hallo. 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 So, ja, jetzt ist auch wieder doof, ne? Oh, guckt euch hier mit Flug mal an. Die wird erstmal hier nach Oberdin zurück. Geht's noch? Leute, das ist. Ne, hab ich dann, das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Das mache ich dann irgendwann neben dem Stream, weißt du, wisst ihr, also einfach so mal nebenbei. Zack, da sind wir in Stormwind, fertig. So, auf ins Magierviertel, würde ich sagen. Ne, da schmeißen wir dann dieses Herzdingelchen, ne, schmeißen wir dann dem Magier dann erstmal da vor die Birne.
War anstrengend genug, jetzt dazu kriegen. Eine Quest aufgetaucht. Ja, und da haben wir gerade schon gesehen, ne? Wo wir abgeben müssen. Los, lasst uns in den Keller gehen. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt und ob wir nochmal irgendwo hin müssen. Wir sind ja auch so Quests reingewöhnt, ne, wo man wirklich ständig... Ich denke nur an dieses Van Cleef-Ding, wo man dann ständig auch hin und her fliegen musste. Ja, mit unterschiedlichen Briefen. So, hier, Gacki. Kann ich euch helfen? Ich habe hier ein Holz. Ein Herzholz. So, beschwört mit Hilfe des Herzholzkerns einen Succubus, unterwerft ihn und bringt dann. Moment. Mit unterwerfen meint jetzt umhauen, oder? Für die Allianz. Ich gehe mal in den Keller. Der ist zum Beispiel zum Glück überhaupt nicht unnötig weitläufig. Fragen. Scheiße. So, wo ist jetzt. Da ist er ja. Hallo, Frau Succubus-Seline. Ja, hau ruhig schon mal zu, während ich meinen Leerwandler beschwöre. Hätte ich auch vorher machen können, oder? So, aber damit, ne, die Bindung. Seid vorsichtig. Hallim. So, und dann haben wir auch schon unseren Zauber erlernt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Zum einen haben wir eine Seelentasche bekommen, die ich jetzt gerade im ersten Blick gar nicht sehe, teile. Ne, ein 12 Platz. Ja, kann ich mir noch überlegen, ob ich die 10er Tasche lasse oder weil 12? Ja. Ich meine, da passen halt nur diese Splitter rein und man hat da einen besseren Überblick drüber. Ja, auf der anderen Seite. Und ich mache einfach mal kurz. Hier passen ja jetzt auch nur Seelensplitter rein. Hinfort! Genau. So, ja, schön. Moment. So einfach kommen wir hier jetzt aber auch nicht davon. Jetzt muss ich das Ding ja auch mindestens mal beschworen haben. Ich mach jetzt einfach mal so.
Und keine Ahnung, was ich hier mache. Auch dafür braucht man natürlich einen Seelensplitter. Wir beschwören uns die Tante einfach mal. Natürlich hier so mitten im Gang, wo man auch alles sehr gut sehen kann und so. Vilora. Ja, ich finde, das ist immer so eine Sache, was den Namen angeht, der dann zufällig generiert wird, ne? Vilora. Ist doch ein schöner Name. Für so eine Succubuseline. So, Schmerzenspeitsche. Jetzt, ach, verdammt. Ja, wo ich gerade da drauf guckte, da war doch was. Ne? Wahrscheinlich muss man für sie auch erstmal wieder ein paar Bücher kaufen. Muss jetzt nicht sein, aber ich will es auch nicht verpassen. Moment, Hexenmeister ausbilden. Nur Vorsichtshalber. Was kann ich für euch tun? Ja, man sieht sich. Welch Freude, euch zu sehen. Gepackt, Blut, noch mehr Blut, packte. Ah, alles für den Leerwandler, Wichte. Leerwandler. Ah, okay, scheinbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haben wir da noch nichts, sondern haben hier nur einen sofortigen Angriff, der das Ziel peitscht und 33 Punkte Schattenschaden zufügt. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn sie kann ja jemanden verzaubern, also bezirzen. Humanoiden, die dann. Ja, aus dem Kampf sind, abgelenkt sind. Ich meine, ich brauche das nicht. Oder brauchte das nie. Ich fand auch sie jetzt als Damage-Maschine nie wirklich gut. Müsste man halt mal abtesten, ne? Wobei, ich glaube, da wird sich in den letzten Jahren, und jetzt, wir sind ja quasi wieder zurück, ne? Wird sich auch nichts geändert haben. Aber egal. So, Moment, wie kriegen wir das jetzt am schönsten mal hin? Oh, Mädchen, stell dich mal da hin. Du musst nach so gucken. Nein, so kann ich keinen Screenshot. So kann ich einen Screenshot machen. Hasse dich. So schnell kann ich hier gar nicht umschalten, die blöde Ziege. Oh je. Ja, irgendwann habe ich sie. Richtig. Ja, nur für den Screenshot, beziehungsweise für das Thumbnail. Oh, Moment, warte. Es gibt so Momente, Korgen. Es gibt so Momente. Ja, so wie du das Becken kreisen lässt, das kann kein zweiter. Das sollte reichen, meine Freunde. Ja, da haben wir dann unseren Succubus, Vilora, ne? Unsere neue Beschwörung, die ich weiß nicht, wie oft wir irgendwo brauchen werden. Ein bisschen EP haben wir auf dem Weg dahin auch gekriegt. Ja, ich weiß nicht, ob das ein würdiger Part jetzt geworden ist. Ne? Schon wieder knappe 2 Stunden sind vergangen, einfach nur um diese Quest irgendwie zu erledigen. Ich werde diese andere Quest hier auf jeden Fall mal in der Tasche behalten. Vielleicht ergibt es sich hier und da, dass man wirklich nach Burg Schattenfang und nach Black Fathom kommt. Für das hier, ne, oder für ihn hier soll es das jetzt gewesen sein. Erst einmal, ne, mit diesem kleinen Succubuseline. Und mir trotzdem den leer. Ich habe keinen Splitter mehr. Ich werde wahnsinnig. Komm mit.
Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar nette Worte in den Kommentaren hinterlasst. Vielleicht auch ein paar aufbauende Worte, ne, nach diesem Part hier. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ne, Meister aller Klassen. Ich bin noch nicht sicher, welche Klasse, ne, was jetzt genau als nächstes kommt. Ja, schauen wir einfach mal, ne. Leute, besten Dank, ne. Ich bin der Korgen. Bis dann.